da los? Die nette Frau in unserer Pension hat uns gerade noch gesagt, dass wir wollten eigentlich zu den Hatzfizer Wasserfällen, aber die kosten 10 Euro Eintritt. Und ohne Eintritt sieht man die dann auch gar nicht, so wie es klang. Und jetzt haben wir es umgedeichselt und fahren jetzt direkt nach Dubrovnik. Mit 140 Kilometern gehört Abend drauf. Schnellstraße, die schnellsten Wege, aber nur die ersten 60 Kilometer, 70 oder so, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bis kurz vor der kroatischen Grenze und dann biegen wir ja links ab auf den C10 Trail oder wie der heißt, diese ehemalige Schnellstraße Autobahn. Wir werden sehen. Oh, jetzt sieht man es nicht mehr. Wir haben gerade die erste Olivenfarm entdeckt, da drüben. Es wird immer wärmer und schöner hier. Geil. Geil. Heute Abend noch nicht, aber spätestens morgen Mittag sind wir am Meer. An der Adria. Hallo Drio! Das ist ja auch seit langem mal wieder ein richtiger Fahrradweg. Da von Serbien nach Bosnien rein sind, da gab es Fahrradwege. Das war auch ausgestellt als Fahrradweg. Und hier ist es auch als Fahrradweg ausgestellt, aber zwischendrin war ja nur Hauptstraße. Das ist halt nur die schönen Ecken, die Einheimischen noch gerne fahren wahrscheinlich. Ein bisschen. Hier Oliven. Oh, schön. Sehr cool. Also ich glaube, den Winter haben wir jetzt hinter uns gelassen, würde ich mal so mutig sein, es zu behaupten. Wenn wir morgen am Meer sind, dann fahren wir nur noch am Meer lang nach Griechenland. Also ich glaube, in den nächsten 1-2 Monaten werden wir nicht großartig frieren. Hoffe ich mal. Toi, toi, toi. Die wachsen hier wie Unkraut. Also den Granatapfel mitzunehmen war Schwachsinn. Das war nicht cool. Hallo Echo. Hallo Otto. Noch die
Na, red war. Ne, war. Schöne Weite mal wieder. Jetzt fängt langsam der Berg an. Aber heute sind es nur 300 Höhenmeter und dann ein stetiges Auf und Ab. Ja, die Brücke ist ein bisschen gruselig. Besser als die andere Seite. Aber die andere Seite ist cool, Maria. Maria. Uah. Mittagspause. Schön im Gebirge. Hat einer seine Kippen vergessen. Mit Mittagsbierchen heute, weil gestern wollte keiner mehr das Bier trinken. Das werde ich mitnehmen. Das gibt es heute zum Mittag. Ist okay, wenn ich das hier auch mache. Der zweite Platten heute. Läuft bei uns. Vor allem der dritte in was? Drei oder vier Tagen? Drei Tagen. In zwei Fahrtagen, oder? Mhm. Nicht gefahren. Wir sind ja jetzt geübt. Im Flicken. Schöne Aussicht, aber echt auch gruselig hier oben, muss ich sagen. Aber wir fahren gleich weiter Uffi, da wird es vielleicht ungruseliger. Schauen wir mal, aber da ist schon ein wenig gruselig. Bestimmt eine Bärenhöhle. Riecht auf jeden Fall so. Hä? Stinkt halt nach irgendwas. Alter. Hast du die Kopflampen? So scheiße ich mir in die Hosen. Fledermäuse. Scheinbar. Gut möglich. Das wird ja schon sein. Ich dachte, das ist eine Autobahn, die stillgelegt. Irgendwas von stillgelegter Straße hat er gemeint. Auf jeden Fall wird es ein Ende. Es ist ziemlich zugig hier drin. Oh Gott. Was? Gruselig. Ich will hier nicht durch. Wieso? Ah ja, aber das ist tatsächlich das, was der meint. Das ist eine Autobahn. Ich hab's doch nicht richtig verstanden. Der hat auf Deutsch mit mir, auf Englisch mit mir geredet.
Was? Das werden schon die Tunnel sein, die der meint, weil Komoot hatte uns ja anders geschickt. Das habe ich ja geändert. Also wir fahren mit Absicht hier lang, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schade, dass die Kamera keine Gerüche filmen kann. Mir riecht nämlich echt nach, weiß auch jetzt. Ja, keine Ahnung, so stelle ich mir einen alten Bären vor, wie sie riecht. Kann sein, ne? Ich weiß es nicht. Alter Vater, schon gruselig hier, Leute, von heute. Fährst du oder läufst du? Weiß ich nicht. Nee. Wieso? Ich weiß es nicht. Oh Gott! Kann ich schon schwindelig werden. Vielleicht war das auch meine Zugstrecke, oder? Das sollte mal eine werden, ja? Irgend sowas wahrscheinlich. Irgendwas hat er erzählt. Aber das kann wahrscheinlich eher seine Zugstrecke. Aha, ja klar. Auf diesen ganzen Ziro, da war ja die ganzen Weg, da war immer ein Fahrrad und ein Zug drauf abgebildet. Und Ziro Trail heißt er ja auch. Wir fahren hier also eigentlich eine Eisenbahnstrecke. Macht Laune, Leute, kann ich nur weiterempfehlen. Wahrscheinlich auch überall dieser scheiß klar, ja. Schotter, ey. Ja. Jetzt schon. Das ist tatsächlich Platten Nummer 3 für heute. Ja. Ja, aber unten kommen wir in die Stadt, glaube ich. Also wir schaffen es halt auf jeden Fall nochmal runter. Oder halt in eine Zivilisation. Und immerhin. Hier, guck dir den schönen Ausblick an. Ich habe es richtig zischen hören. Die ganze Zeit haben wir schon gedacht, hoffentlich passiert es nicht nochmal, weil der Weg ist hier halt ja, prädestiniert dafür, dass sowas passiert.
Wir haben jetzt den Ziro Trail verlassen. Erstens wird es gleich dunkel, zweitens haben wir die Schnauze voll und drittens haben sie extra eine niegelneue Straße gebaut. Muss ja auch benutzt werden. Genau. Und schön ist es mal noch. Sehr schön. Am Morgen waren es ungefähr ein bisschen über 70 Kilometer. Wir sind doch ganz gut vorangekommen. Hier pennen wir jetzt heute, genau. Also ich habe vielleicht hier das Feld irgendwo hin. Ich werde mich gleich hier hinsetzen und Nudeln kochen und Soße erwärmen. Genau. Maria sucht den Kackbeutel. Einen schönen Abend. Ich habe gefilmt, ich dachte, du fährst jetzt richtig schön vorbei. Entschuldigung. Welches Geräusch? Ja, ja. Was ist mal los? Die Schraube ist aber weg. Ja, da muss eine neue Schraube rein, aber ich habe keine Schraube parat. Entweder machen wir es ab. Nee. Oder du lebst damit. Ich lebe damit. Ist doch an, Maria, die Kamera, ja. Problem gefunden, lösen tun wir später. Nee, niemand. Oh, nimm den Arm! Warum eigentlich Arm? Wenn mein Arsch nicht sagt. Storch. Schlaf ich, gell? Aha. Was? Ich kann eigentlich nur sagen, dass dein Hosenladen offen ist, aber das habe ich dann vergessen. Wie kommst du da jetzt drauf? Ich wann gestern? Ah, ja, da habe ich ihn dann selber irgendwann gesehen, also offen haben sie oben auch zugemacht. Nicht, dass er alles loslässt, um sich den Hosenladen zuzumachen, oder was? Ja. Das ist sehr nett.